Hallo Leute, da bin ich wieder, Embrace 70 am Start und es geht weiter. Wir haben ja nur noch hier diese Söldnerbasis. Die werden uns jetzt wahrscheinlich auch so nass machen. So kaschballmäßig, wie ich hier schon unterwegs bin. So, ich habe ein bisschen was. Da sehe ich es schon. Knapp daneben ist auch vorbei, oder? Na super. Ganz toll. Ups, ups, verdammt nochmal. So. So. Ey, ihr Arschnasen. Na, 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 na. Hat dir nichts geholfen. Bing. So, und jetzt hier alles glatt machen. Ach scheiße, da ist noch so ein Ding. Verdammt mich. Perfekt. Blöder Turm. So. Ah, hier laufen alle welche rum. Weg da mit euch. So. Haben wir alle? Na, einer läuft noch da hinten, glaube ich. Ja, wo laufen sie denn? Ups. Ah, oh. Ah. Ups. Komm, abschießen! Hallo, Chef! Ah! Das war's dann erstmal. Ups. Ja. So. Da wollen wir mal da reingucken in die gute Stube. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind oder bei wem wir hier sind, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil es kam doch da vorher mal eine Durchsage von dieser einen Botschafterin. Nasana, dass wir sie besuchen sollen. Und ich glaube, dass wir jetzt hier in dieser Dings sind, wo Nasana ihre Söldner sind, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber es... Vorsicht! Ich mache ich fertig! Ich bin dran. Endlich hat uns geladen. Ich sehe überhaupt nichts. Wo bin ich denn? Hallo, ich sitze in der Ecke. Ich komme nicht mehr raus. Würdet ihr beiden... Oh, Trogana. Mach die Trogana fertig. Los, los, los. Ups. Entsichert und geladen. Ich sehe überhaupt nichts. Verdammt nochmal. Hau dir mal in die Birne. So. Ha, was für ein Stress. Garrus? Da sind aber noch eine ganze Menge. Hallo? Da. Ja, wo bist du denn? Hallo? Ups. Schaltet sie aus. Wer bist du denn? Ich sehe überhaupt. Komm her hier. Du Pappnase. Hab ich noch irgendwas, was ich benutzen kann? Hallo? Ups. Nimm das. Aus. Ja, hier, nimm das da. Ihr Idioten. Sie aus. Du wiederholst dich. Komm raus aus deinem Versteck. Du feige Nuss hier. Schaltet sie aus. Ach, das ist mir jetzt so blöd hier. Ups. Schaltet sie aus! Würdet ihr mal... Danke, fall einfach um. Chef. Ich bin dran. Hammer's jetzt! Da läuft da bestimmt noch einer rum. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Ja, ihr seht, ich bin also... Was? Habt ihr das gehört? Das war noch nicht alles, oder? Ich bin eine volle Flasche, aber Mass Effect liebe ich einfach, ne? Ich kann es nicht ändern. Das ist für mich also leichte Dechiffrierung. Naja, ich sehe schon wieder kommen. Alles, was leicht ist, da bin ich schon. Jetzt oder nie? Okay. Alles nehmen. Was denn jetzt noch?
Hallo? Wo kommt denn das jetzt her? Wer schießt? Du, komm her hier. Wo hast du dich versteckt? Pappnase. Ha! Guck, ob wir noch irgendwas finden hier. Ah, hier ist auch irgendwas. Okay. Ist hier jemand? Hallo? Gibt's nichts zu holen? Müllkanister. Da gibt's da was? Nee. Ein Müllkanister und da gibt's nichts? Für was habe ich denn den aufgemacht? Nutzlos! Hey, Moment mal, da ist ein... Ah, das dürfte oben sein. Da oben ist ja auch noch ein Aufgang. Na, dann wollen wir mal hochgehen. Gucken, ob wir jetzt alle erwischt haben oder ob jetzt hier immer noch einer rumgeistert. Hallo? Hallo? Ah, da nicht. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Und schauen uns da noch um. Gehen wir natürlich erstmal in die andere Richtung. Da ist nichts zu holen. Da hinten ist noch was zu holen. Alles her da. Alles meins. Nehmen. So. Gucken wir mal, was uns hinter der Tür erwartet. Oh. Okay, das, Sie haben die Leiche von Captain Wilhelm von der MSV Majestic entdeckt. Seine schon steifen Finger hielten ein kleines Datenpaket umklammert. Okay, gib mir das Datenpaket. Ich bin ja nicht. Mittelschwere Dechiffrierung. So. Ja, ja, hier können wir auch... Ach komm. Ja, das ist doch alles für Bobo hier. Ja. Ja, dann gib mir das so. 20 Universal gehen. Alles nehmen wir damit. So, was haben wir hier? Nur Zugriff auf die Konsole. Halt, hier ist noch Medigel. Ich würde mal sagen, nee, das war... Oh! Das war verkehrt. Garros, tu dich mal. Könnt ihr in Deckung geben? Ich habe eine Granate geschmissen. Ich denke... Entschuldigung, Rex. So. Völlig blöd, ne? Na gut, dann würde ich sagen, haben wir diesen Planeten fertig. Ein Riesenwurm, der mich gleich getötet hat. Gäste, die mich in die Falle gelockt haben und dann hier so komische Söldner. Verdamme ich nochmal. Alles auf einmal. So. Dann, halt hier. Da irgendwo ist der Ausgang. Nix wie raus hier aus diesem... von diesem Planeten runter. Ups. So, ich würde mal sagen, wir haben den fertig. Alles abgearbeitet. Dann können wir zurück zur Normandie. Und sind auf dem Planeten fertig. In dem System, glaube ich. So. Ja. Nee, reden tun wir das letzte Mal mit den Leuten. Das will ich jetzt auch nicht machen. Mal gucken. So, da hauen wir erstmal ab. Die ganzen Planeten hatten wir gescannt. Hier gibt es sonst nichts, ne? Loveria, Paxal, das machen wir jetzt noch nicht. So, das Cluster, was haben wir denn hier noch? Deutsche Cluster. Was müssen wir denn machen? Ich muss mal gucken. Nein. So, Tagebuch. Nein, wir machen mal hier die Aufwärme. Ja, das sind ja alles hier noch diese... Wir haben erst einen von 13, ne? Kampfabzeichen sind wir gleich noch schlechter. Sie haben in der... Ja, sie möchte sie persönlich treffen. Asari-Schriften, das sind da alles diese Sammeldinger. Ja, Mineralien haben wir auch noch. Geiselname. Biotika im Habergammes. Vermisstes Forschungs... Piraten. Okay. Vermisste Marines. Ach, ich würde mal sagen, wir düsen mal zur... Ja, da fehlen mir immer noch zwei. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Wir düsen mal
zur Zitadelle zurück, geben da diese, da waren wir schon lange nicht mehr, geben diese zwei Quests ab. Da können wir Karuko können wir Bescheid sagen, dem Jungen können wir Bescheid sagen, der seinen Bruder gesucht hat, und wir können noch mit dieser Diplomatin da reden. Das machen wir jetzt mal. Da haben wir drei Sachen, da können wir das mal ein bisschen erledigen. Zap, zap. Und vor allen Dingen sterbe ich dann die Folge nicht, ne? Das müssen wir... nein, wir wollen doch da rein. Ja, landen. Das muss man mir zugute halten, dass ich jetzt nicht sterben kann. Wenn ich nicht alles verkehrt mache, ne? So. Zap, zap. Dann wollen wir mal. Ach, die Normandy ist einfach ein geiles Schiff. So. Wo ist der Ausgang? Der ist, glaube ich, da vorne irgendwo. So. Ja. Naja, komm mit. Und wen nehme ich denn noch mit? Wollen wir sie mal mit? Nee, sie kann ich überhaupt nicht leiden. Also, naja, komm mal mit. Annehmen. Sie ist überhaupt... Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Na prima. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Na gut, dann ist ja das Schiff in besten Händen. Aber... Oh, ich vergaß, dass der Clown da vorne steht. Oh Mist. Hoffentlich habe ich jetzt genügend positive Punkte. Ach du lieber Schreck. Admiral Mikhailovich. Achtung! Oh, Ashley, bitte. Stehen Sie bequem. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Na gut, wir salutieren mal. Commander Shepard, SSV Normandy. Wir sind ja nicht so. Sie wissen nicht, wer ich bin, oder, Commander? Nö. Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Ja, dumm gelaufen. Dann streckte der Rat seine Hände. Clown, Tentakeln, was auch immer. Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Ach komm, wir sind ja hier der positive Mensch. Ja. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat, oder, Shepard? Bist du bescheuert? Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, Sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Beleidigen Sie nicht mein Schiff. Die ist nicht überladen. Platz für die alle. Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Würde ich auch so sehen. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Hast du eine Ahnung? Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Hast du es jetzt dann langsam? Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Ja, nur zu. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen. Oh, schleim nicht so, Shep. Da bin ich mir sicher. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Na, hoffentlich. Ich habe noch anderes zu tun. Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Ja, das tut mir leid. Ich mag mein Schiff. Tut mir leid zu hören, Sir. Wer hat diese Operationszentrale entworfen? Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Wir sind dafür ausgelegt zu ändern, Funkkontakt und... Hier, turianisches Design. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung kommandieren können. Hm, durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können, statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen.
Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Viel Geld. Durchaus nützlich. Was wir ab? Können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Oh, unsere ist Aufgabe gut. ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Und nicht nachzuzählen, wie oft ihre Garnison ins Bad muss. Wir müssen auch über ihre Crew sprechen, Commander. Krogana? Azari? Turiana? Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Sie können doch Aliens keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Verbündete, genau so ist es. Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Ach du Scheiße, jetzt habe ich da nicht genügend Punkte. Verdammt, warum bin ich jetzt schon zurückgeflogen? Ach, so ein Mist. Nein. Nein, Sir. Sehr gut. Ich stimme nicht mit Ihnen überein, aber Ihre Argumentation scheint stimmig zu sein. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Na Gott sei Dank, lass mich Gut jetzt in gemacht, Ruhe. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Und dann scheißt du mich so zusammen, Trottel. Hat's noch Punkte gegeben. Na gut, aber wir gehen trotzdem noch in die Zitadelle. Irgendwas Produktives müssen wir doch noch machen, nachdem er uns jetzt hier zusammengeschissen hat. Ja, sowas aber auch, ne? Tut der uns da voll zur Schnecke machen? Im Verlauf der Eden Prime-Untersuchung hat der Rat angeblich einem seiner Untergebenen den Spectre-Status wieder entzogen. Der Beschuldigte, dessen Namen bisher ungenannt blieb, wurde noch nicht gestellt. Aber ein Sprecher des Rates hat bestätigt, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Na gut. Das sind natürlich wir, ne? Du hast nichts zu sagen? Du hast auch nichts zu sagen? Na, dann eben nicht. Sind wir jetzt immer noch nicht da? Ich bin so ungeduldig. Hallo. Ach Gott. Stunden später. Oh nee, jetzt steht die Henne noch da. Nix wie weg hier. Gott. Ey, ich hab aber auch ein Pech in der Folge. Commander Shepard? Nein. Ich rede nicht mit dir, ich kann dich nicht leiden. Gib mir hier das Ding hier, ich will zur Zitadelle. So. Zum Präsidium wollen wir. Zum Zitadellturm. Hey, ich hasse Presse. Erst muss ich mich von dem anderen zusammenscheißen lassen und dann soll ich noch mit der da reden? Nein, nein, nein. Der Bruder war doch hier irgendwo, oder? Ja, der steht noch da und wartet. Na Gott sei Dank haben wir deine Quest erledigt. Hier, komm. So. Gibt es schon Neuigkeiten? Haben Sie meinen Bruder gefunden? Ja. Ich habe die Leiche Ihres Bruders gefunden. Sein Schiff war von Piraten angegriffen worden. Willem ist tot? Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Als der Kontakt zu seinem Schiff abriss, wusste ich es instinktiv. Aber ich hatte trotzdem gehofft, er würde noch am Leben sein. Ja, es tut mir leid. Es tut mir aufrichtig leid. Danke, dass Sie ihn gefunden haben. Es ist immer besser zu wissen, was passiert ist. So heißt es doch immer, oder? Bitte genau. Entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss mich um seine Beerdigung kümmern. Der ist tiefgekühlt. Gott, wie makaber. So. Dann wollen wir mal noch... Karuko steht noch da hinten im Eck. Ja, dann gehen wir noch zu dem. Zap, zap. Ihn mag ich hier total gern, Nein. den Admiral. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen. Ja, kannst du vergessen, ich habe das geregelt. Haben Sie etwas von meinen Leuten gehört, Commander? Oh, tut mir leid. Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Genau, da war ja diese Sonde aufgestellt, ne? Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt.
Er war gleich neben dem Dreschlundnest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianzsender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Tut mir leid. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Mhm. Schon für ihre Familien. Kann ich dir helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Okay. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hätte ich denn die Schmeichelobst... Ich hätte doch die... Oh, guckt euch das an. Ich hätte das gehabt. Ich Idiot. Hätte ich doch vorher bloß das Schmeichelding gemacht. Dechiffrierung bin ich fertig und krieg trotzdem nichts auf. So ein Blödsinn. So. Oh, Ashley, hier, mach mal automatisch. Da habe ich ja gar keine Lust dazu. So, weil ich dich sowieso... Ja, geht's jetzt noch? Hallo? Ja. Und Rex? Rex, du hast 4. Mach mal den Kampfmeister hier fertig. Und Fitness. Und hier erweiterte Immunität. Dass du mal ein bisschen mehr aushältst. Du schwächelst ganz schön. Ja, guck mich nicht so an. Auch er ist so knuffig. Ich liebe ihn. So, dann gehen wir noch schnell zu Nasana. Die war da bei den Botschaften gesessen. Weil dann hätte... Ach, hier ist das Ding hier. Dann hätten wir heute ein bisschen was geschafft. Bezirke? Koras Nest? Flux? Nee, wir müssen zu den Botschaften. Sind die Botschaften... Ach, hier! Ach Gott. Nee, da haben wir heute schon ein bisschen was geschafft. Ohne zu sterben, ich will es wohl bemerken. So. Zap, zap. Das war hier oben. Weil dann... Hallo? Mach auf. Mach auf die Hütte. Hier sind wir definitiv verkehrt. Achso, vielleicht sollten wir da lang gehen. Ich bin doch völlig verkehrt. Nein, ich bin nicht verkehrt. Wo sitzt sie denn? Hier ist sie, oder? Hier, Nasana. Commander Shepard, ich bin Nasana Dantius. Ja. Wie ich sehe, haben Sie meine Nachricht erhalten. Ja. Es klang, als bräuchten Sie Hilfe. Ja. Meine Schwester Dahlia ist auf einem Frachtschiff stationiert, das jenseits des Randes der Traverse operiert. Ihr Schiff wurde angegriffen und es gibt keine Berichte über Überlebende. Tut mir leid. Das tut mir aufrichtig leid. Und da wird die Sache kompliziert. Letzte Woche erhielt ich eine Nachricht mit ihrer Stimme. Dahlia ist am Leben. Der Rest der Mannschaft wurde getötet. Aber sie hat man gefangen genommen. Die Sklavenhändler verlangen ein immenses Lösegeld von mir, wenn ich sie wohlbehalten zurückhaben möchte. Mhm, okay. Warum wurde Dahlia nicht wie alle anderen getötet? Meine Schwester hat ihnen bestimmt gesagt, wer sie ist. Meine Familie ist sehr reich, Shepard. Ihnen ist bestimmt klar geworden, dass sie lebendig mehr wert ist. Sie sollten nicht bezahlen, sie sollten lieber bezahlen. Ja, was wäre denn meine Aufgabe? Soll ich das Lösegeld übergeben? Ich habe das Geld bereits auf das angegebene Konto überwiesen. Aber sie haben sie nicht freigelassen. Sie haben sich seitdem nicht mal mehr gemeldet. Ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, Shepard. Hm. Ich bin eine diplomatische Abgesandte und gesetzlich verpflichtet, jede versuchte Erpressung sofort der Zitadellsicherheit zu melden. Aber ich hatte solche Angst um Dahlia, dass ich das Lösegeld stillschweigend bezahlt habe. Ja. Jetzt wird sie immer noch vermisst. Und wenn jemand herausfindet, was ich getan habe, könnte ich ins Gefängnis kommen. Was für ein dämliches Gesetz. Na gut, du brauchst meine Hilfe. Sie wollen, dass ich sie finde und zurückbringe. Sie müssen sie nur zurückbringen. Ich habe sie bereits für sie gefunden. Na prima. Ich habe das Lösegeld über mehrere Konten nachverfolgt. Letztendlich führte es mich zu einer kleinen Söldnergruppe, Söldner, die vom Artemis-Tau-Cluster aus operiert. Ich möchte, dass sie zu der Söldnerbasis fliegen, die Söldner ausschalten und meine Schwester zurückbringen. Ich werde sie reich belohnen. Können Sie mir sonst noch was sagen über die Söldner, die Ihre Schwester entführt haben? Im Prinzip das, was man erwarten würde. Derbe, gefährlich und gut bewaffnet. Na prima. Also nichts, womit ein Spectre nicht fertig wird. Ich nehme keine Bezahlung an. Behalten Sie Ihre Belohnung.
Ich werde Ihre Schwester zurückbringen. Versprochen. Danke, Shepard. Ich wusste, dass Sie der Richtige für diesen Job sind. Na, kommen Sie bitte wieder ab. Her, wenn Sie den Job erledigt haben. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich da der Richtige bin. So, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Wir haben ein bisschen was erledigt. Und beim nächsten... Jetzt bin ich doch schon wieder verkehrt. Also ich und die Orientierung kann ja wohl nicht sein. Hallo, mach die Hütte auf. Ich will hier raus. Ja, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal... Wo ist denn hier so ein Fahrzeug? Hier. Beim nächsten Mal... nein, das war das Verkehrte. Wo haben wir denn? Hier, Tagebuch. Kampfzeichen, Diplomatie, Nassana, Dantius. Ja, eiern wir uns halt mal in den Artemis Cloud-Taster, oder? Haben wir da sonst noch was? Hades Gamma? Hades Gamma? Ach, den Fan, da können wir noch schnell... Da schauen wir jetzt noch ganz schnell vorbei. Der ist bei den Märkten, glaube ich. Bezirke. Da gehen wir jetzt noch ganz schnell hin. Kuros Nest, Märkte. Ja, wird wieder ein bisschen länger, aber dafür kommen ja momentan seltener Folgen, ne? Ach, da steht er schon, genau. Weil den, glaube ich, muss man dreimal besuchen. Hey, Commander Shepard, ich bin's. Konrad Werner, erinnern Sie sich an mich? Ja, Dunkel. Es gibt Gerüchte im Extranet, dass man sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht hat. Das ist unglaublich. Ich werde es versuchen. Es ist eine große Verantwortung, ein Spectre zu sein. Okay. Ich will nichts anderes, als die Menschheit mit Stolz zu erfüllen. Oh, in den Videos heißt es immer, dass Commander Shepard für uns alle, die zu Hause sind, kämpft. Außerdem heißt es, dass sie sich von niemandem was gefallen lassen. So schaut's aus. Sie zeigen allen, was die Menschen so drauf haben. Mhm. Hey, kann ich ein Foto von ihnen machen? Oh, ich werde es bereuen. Ich habe kein Problem damit, aber warum? Sie sind ein Held, Shepard. Noch in Jahrzehnten wird sich die Menschheit an Sie erinnern. Und ich habe dann ein Foto von Ihnen. Na, halten prima. Sie bloß die Waffe hoch. Perfekt. Oh, Shep. Nochmals vielen Dank, Commander. Ich werde es in mein Wohnzimmer hängen. Meine Frau wird es lieben. Ah, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mit diesem Fan verabschiede ich mich. Das ist keine Quittung. Es ist ein Kontoauszug. Sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Eure Emre 70. Bye, bye. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Das sag ich auch.